es war damals so, dass sich der Verein wirklich sehr stark um mich bemüht hat. Und ja, ich war von den ersten Gesprächen sehr überzeugt. Und der Verein hat mir ganz klar die ambitionierten Ziele vorgelegt. Und wir waren uns dann sehr schnell einig, dass wir diese Ziele auch gemeinsam erreichen können. Und ja, bis jetzt alles super gelaufen. Ich habe jetzt zwei Aufstiege mitgemacht. Ist natürlich sportlich gesehen optimal gelaufen. Der Verein wollte in den Profifußball und wir haben durch die zwei Aufstiege in Folge haben wir das geschafft. Und ist natürlich was Besonderes auch. Ja, es war so, dass mein älterer Bruder wirklich sehr talentiert war und meine Eltern sich dann entschieden haben, ihn in einem Fußballverein anzumelden. Und ich wurde dann so ein bisschen mitgeschleppt. Ich war jetzt als Kleinkind nicht so talentiert wie er. Ich war eher mehr so der Arbeiter, aber ja, so bin ich dann zum Fußball gekommen. Ja klar, als Kind oder als Jugendlicher hat man dann schon immer Vorbilder. Gab schon Spieler, die ich sehr cool fand, wie zum Beispiel Alessandro Del Piero oder Ronaldinho oder Zinedine Zidane und jetzt immer noch Lionel Messi. Es hat sich eigentlich nie so was Richtiges ergeben. Nach meiner Zeit in Regensburg war ich für zwei Monate in der Türkei. Es war so, dass ich dann dort auch bei einem Verein unterschrieben habe, aber dieser Verein dann im Nachhinein eine Transfersperre bekommen hat. Und dann hat sich das wieder aufgelöst und es hat sich dann so ergeben, dass ich dann wieder zurück nach München gekommen bin. Die Zeit in der Türkei war dann schon sehr, sehr turbulent, sage ich jetzt mal. Und es war dann schon ein bewusster Schritt, dass ich nochmal hier zurückkomme und hier dann einfach wieder im gewohnten Umfeld an meiner Karriere arbeite. Schon ein wunderbares Gefühl. Also ich bin schon ein großer Familienmensch und meine Töchter und meine Ehefrau, die geben mir schon sehr viel Antrieb und sehr viel Kraft. Klar, ist es nicht immer ganz so einfach, aber es ist ja, das Beste, was mir passieren konnte. Meine Heimatstadt in der Türkei ist Trabzon. Das ist eine sehr besondere türkische Stadt an der Schwarzmeerküste. Und ja, die Leute dort sind auch sehr bekannt für ihre Fußballbegeistertheit. Und ja. Also es ist so, dass ich gebürtiger Münchner bin mit türkischem Hintergrund und unser Verein ist ein Münchner Verein, der von türkischen Migranten gegründet wurde und wir haben sozusagen die gleiche Identität und ja, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ich kann mich absolut mit dem Verein identifizieren und es ist auch ein Privileg für einen Verein zu spielen, der, in dem man geboren ist. Also ich bin geborener Münchner und es ist halt einfach ja, schon was Besonderes, finde ich auch. Es war so, dass ich in der Jugend und in meinen ersten Herrenjahren schon offensiver aufgestellt war. Also ich war ein Offensivspieler, oft am linken Flügel oder hängende Spitze gespielt. Man muss aber auch dazu sagen, dass in der Bayernliga oder so nicht jeder Assist irgendwie aufgezeichnet wird. Ich denke, ich habe beides drauf, Tore schießen und Tore vorlegen, aber es ist schon so, dass ich in den letzten Jahren einfach auch defensiv eingesetzt wurde. Der Aufstieg in die dritte Liga ist natürlich schon was sehr Besonderes, finde ich, und ist dann auch nochmal ein größerer Schritt. Es war das mittel- oder langfristige Ziel des Vereins, in die dritte Liga aufzusteigen. Und, ja, deswegen war der Aufstieg in der Liga schon sehr besonders. Ja, ich würd die Aussage nicht revidieren, aber ich würde schon ein bisschen neu einordnen. Es ist, die dritte Liga ist eine schwierige Liga, eine sehr ausgeglichene Liga. Aber ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich noch einen Aufstieg mit dem Verein erleben will. Und es ist auch kein Geheimnis, dass wir in die zweite Bundesliga wollen. Aber ich würde dem Verein natürlich schon noch ein bisschen mehr Zeit geben. Auch, ja.
Wie angesprochen, ich kann mich absolut mit dem Verein identifizieren. Auch einfach die Einstellung vom Verein, dieses Streben nach Erfolg, das passt sehr zu mir und ja, das ist einfach überragend. Das passt einfach wirklich, wer mich ein bisschen besser kennt, das passt einfach super zusammen. Ja, der Aufstieg in die dritte Liga, als es dann wirklich klar war, dass wir den Schritt in die dritte Liga gehen, das war schon wirklich ein sehr schöner Moment, aber auch dann meine Einwechslung gegen FC Ingolstadt. Also man visualisiert ja dieses Ziel und wenn man es dann schafft, wirklich für den Verein in der dritten Liga aufzulaufen, das ist dann natürlich schon sehr, sehr besonders. Viele lustige Momente. Es gibt jetzt nicht so einen Moment, den ich rauspicken kann, aber letztes Jahr, beide Trainingslager waren wirklich sehr, sehr lustig und letztes Jahr hatten wir auch ein Auswärtsspiel in Schweinfurt. Jeder, der dabei war, der weiß, was ich meine. Da hatten wir sehr, sehr lustige Momente und das ist eigentlich so der Moment, der am lustigsten war, sage ich jetzt mal, aber kann ich jetzt nicht so in die Einzelheiten gehen. Ich habe mit sehr vielen talentierten und sehr guten Fußballern zusammengespielt, aber mit der Fitness, die er sich auch für die Saison erarbeitet hat, muss ich schon sagen, dass Sercan, also unser Kapitän, schon der beste Spieler ist, mit dem ich je zusammengespielt habe. Und sein Fußballstil taugt mir einfach extrem und wir haben auch, denke ich, so die gleiche Spielidee. Deswegen muss ich da schon seinen Namen nennen. Ja. Ja, zunächst einmal gesund bleiben, das ist das Allerwichtigste für einen Fußballer und sich für weitere Minuten und Einsätze empfehlen. Ich möchte auf jeden Fall noch einige Scorerpunkte sammeln und ja, wie angesprochen, ich möchte mit dem Verein in die zweite Bundesliga aufsteigen. Das wäre dann schon auch eine einmalige Sache. Dann hätte ich die Bayernliga durchgemacht, die Regionalliga, die dritte Liga und ja, ich würde sehr, sehr gerne für den Verein auch in der zweiten Bundesliga auflaufen.